So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Children of Mortar. Wir machen weiter mit Mark. Mit dem sollte das eigentlich ein Kinderspiel sein. Überhaupt werden wir jetzt noch Level mit ihm, viele Level, glaube ich, dazu kriegen mit ihm. Das heißt, wir können seine Verteidigung noch mehr anheben. Komm schon, lass mich. Und ab geht's. Den geht's, glaube ich, irgendwie am schnellsten. Oh, das war knapp. Dankeschön, was kriegen wir da? Reduziert Wutabbau, ja, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Das brauchen wir allerdings. Und sehr gut, da ist gleich mal einer. Na, noch kein Level up. Obwohl ich mir das schwer gehofft habe. Aber macht ja nichts, alles gut. Komm her. Lass doch irgendwas fallen, bitte. Wir gehen unten weiter. Da, noch eine Falle, sehr gut. Kommt's nur her. Aber schön, was wir am Schaden machen. Sehr schön. Schnell rüber. Wir schauen uns hier oben um. Da haben wir. Can the body endure the mind's gamble? Da haben wir wieder ein Ereignis. Das hier, wir nehmen die Mitte. Was natürlich falsch ist. Das ist mir eigentlich eh jetzt lieber. Und her da. Erfahrungspunkte sind mir wesentlich lieber. Dran vorbeigehen, danke. Komm her da, du dreckiger Magier. Gleich darauf. Auf der anderen Seite raufkämpfen. Okay, da geht's weiter. Unten geht's nicht mehr weiter, oder? Moment, kurzen Blick auf the card. On the map. Oh ja, unten geht's auch noch weiter. Gut, dann gehen wir nochmal runter, ausweichen, sehr brav. Da lebt noch einer. Ah ja, genau. Aber wahrscheinlich, ja. Das hätte ich mir fast gedacht, aber trotzdem, sicher ist sicher, hätte ja auch eine Truhe sein können. Eine Holztruhe. Da liegt nochmal Morph, danke. 68. Hier haben wir gleich eine Leiche. Sehr gut. Kriegen wir gleich einen Kristall. Jetzt haben wir wieder einen wenigstens. Weg mit euch da. Komm her da. Die halten Gott sei Dank nichts mehr aus. Wir haben die Charaktere so weit raufgeschraubt, dass wir da keine Probleme mehr haben. Und Level up. Sehr gut. Her damit. Dankeschön. Hier geht's in die nächste Etage. Wir schauen uns hier natürlich noch komplett um. Hier mal was rein. Und zack, einfach durchhackeln da. Wir haben jetzt da überhaupt keine Probleme mehr. Wir haben gut geskillt. Überhaupt mit Mark. Seine Verteidigung ist, glaube ich, die beste, die es gibt hier in dem Spiel. Was ist das? Du verschießt Blitze in zufällige Richtungen. Wird gekauft. Oder wird angelegt, besser gesagt. Dankeschön für den Morph. Wir schauen uns hier unten nochmal um. Wir gehen überall entlang. Kein Gegner wird ausgelassen. Zumindest die, die ich sehe. Mehr da. So, ich glaube, das war's aber wieder. Da oben wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Ich höre zwar noch was. Aber wo der ist, keine Ahnung. Wir schauen ganz kurz auf die Karte. Da kommt noch wer. Wir
Wir schauen gleich ganz kurz auf die Karte. Zack. Hier rein. Wir schauen ganz kurz. Nichts mehr. Gut, wir gehen in die nächste Ebene. Lass mich da durch. Danke. Da kriegen wir noch eine Rune gratis. Geschwindigkeit wird angelegt und runter geht's. Oder weiter geht's. Eh gut. 5 Minuten haben wir dafür gebraucht. Ist nicht schlecht. Na komm, lass mich rein. Danke. Wir gehen unten entlang. Danke. Da unten geht's dann weiter, okay. Sie greifen mich gar nicht mal mehr an. Sie wissen eh, dass sie keine Chance haben. Na, schade. Jetzt mal dachte er vielleicht ein Kristall, das drinnen ist, aber leider. Haben wir hier irgendwo was? Scheint nicht so. Dann gehen wir da gleich nochmal rauf. Haben wir irgendeine Wand hier? Das wäre super. Hier haben wir eine Leiche. Betäuben, sehr gut. Da haben wir eine Wand. Jovial was a celebration of Anairaha and tomorrow's opportunity. At the center of every celebration would be Anairaha himself, interlaced and danced with Bushra. So? Jovial lasted an entire week, no more and no less. And the whole city would dance the entire time. Two became one at the center of the city. Jovial lasted an entire week, no more and no less. Das haben wir schon gehabt, glaube ich. So, das wiederholt sich ja immer wieder. Ist aber jetzt nicht ein gutes Event, muss ich sagen. Souvenirs wären mir lieber. Okay, die haben wir auch weg. So, da geht's dann weiter. Nein, von da sind wir kommen, oder? Dann geht's unten weiter. Super. Dann Sesam, öffne dich. Da haben wir eine Leiche. Jawohl, ein Kristall. Sehr gut. Wir können wieder was kaufen. Also eine Truhe können wir aufmachen. Ja. Ich bin viel, viel böser als ihr. Seht ihr das, was ich am Damage mache? Sehr gut, da ist auch schon eine. Jawohl, und nur Morph. Super. Und gleich nochmal. Sehr gut. Da kriegen wir mehr Erfahrung. Jupp, das aktivieren wir gleich und hauen wir uns gleich rein. Ist nichts mehr, da oben wird auch nichts mehr sein. Oh ja. Au, sehr gut. Dankeschön. Kommt's nur her. Jetzt ist die gute Möglichkeit, dass ihr alle zu mir kommt. Jetzt kriege ich viel Erfahrungspunkte da. Alter, da sind viele. Jawohl, und Level Up. Sehr gut, das wollte ich. Da geht's auch weiter, okay. Ah nein, da geht's nur die Ebene weiter. Was kriegen wir hier? Was kriegen wir hier? Erhöht dein Damage der Primärangriffe. Jawohl, wird mitgenommen. Wartet aber mal ganz kurz. Karte. Unten geht's weiter. Gut. Wir schauen uns da unten natürlich auch noch um. Sehr gut. Dankeschön für den Morph.
Na bitte! Das ist das, was ich gemeint habe. Und wir können in die nächste Ebene gehen. Wirklich viele Events gibt's da nicht mehr. Ab geht's. In welcher sind wir jetzt? 3 von 4, oder? 3 von 4, kann das sein? Oder schon 4 von 4? 3 von 4. Gut. Das wird auch nochmal länger hier. Oder auch nicht. Da geht's gleich rechts weiter. Kann das möglich sein? Weg! Nein, ich glaube nicht. Noch nicht. Wartet, wir schauen uns da unten noch um, bevor wir da reingehen. Aha, da unten ist irgendwas. Perfekt, perfekt. Und hau da gleich den Stein rein. Gib mir Morph. Jawohl. Morph, Morph, Morph. So, das war's auch schon wieder. Da unten ist irgendwas. Keine Ahnung, ich sehe es aber leider nicht. Vielleicht kommen wir da noch hin. Auf jeden Fall hier geht's weiter. Na, komm her. So, jetzt müssen wir da runter und links müssen wir jetzt, da. Dankeschön. So, hier war das. Ja, hier, okay. Hier kriegen wir eine Gratis-Rune. Schauen wir uns gleich an, was wir... weg! Jetzt muss ich langsam aufpassen. So, erhöht deine Maximalgesundheit, das ist gut. Jetzt sind wir wenigstens wieder im grünen Bereich. Hier haben wir so ein Ei. Okay. Nix. Hier geht's in die nächste Dungeon. In die nächste Dungeon, sage ich. In das nächste Gebiet. Hier ist wahrscheinlich genau. Don't mind the occasional bloodstain on the mesh. So, kaufen können wir uns eh nichts, dafür haben wir zu wenig Edelsteine, leider Gottes. Viel zu wenig. Somit lassen wir das mal. Allerdings gehen wir noch vorher dort hinauf. Noch. Ah! Hinauf, danke. Vielleicht kriege ich da oben noch ein paar Heilutensilien. Nein, wir kriegen tausche göttliche Reliquie, okay. Ich tausche sie gegen. Keine Ahnung. Unbeständige Reliquie, okay. Hier kriegen wir auch nochmal eine. Das ist eine gute Reliquie. So, das war's auch schon. Wieder mal. Und dann auf in die nächste Ebene, würde ich sagen. Alles ist cool. Wir entspannen uns beim Ladebildschirm. Wir freuen uns. So, und die letzte, auch mit Mark hier. Dankeschön für den Kristall. Jawohl, schaut euch das an, das ist doch wunderschön. 6000 haben wir wieder. Alles schön brav einsammeln hier. Wir sind noch im grünen Bereich mit der Lebensenergie. Hier kriegen wir nochmal scheiß viel Morph, super. Wartet. Oh, wartet. Okay, gut, passt. Ich hab mir gedacht, ich muss niesen. Na, nicht das. Nicht das. Ich will das nicht machen. Oh. Ich weiß nicht, mir taugt das überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Das ist das Einzige, was man nicht taugt. Jawohl, 2.
Und, na, fast. Nein! Oh ja, 3, sehr gut. Verdammt, das war knapp. 4, sehr gut, einmal noch. Das war gut. So, gib mir Morph. Ach, komm jetzt. So, du erhältst mir Morph in den... Ja, toll. Danke. Lass mich durch da. Was haben wir da unten? Nix. Was haben wir hier? Einen Obelisken. Toll. Hier kriegen wir nochmal Morph. Sehr gut. Aber wir haben 3 Fertigkeitspunkte, sehe ich gerade. Wir können uns 1 kaufen und das ist das hier. Je stärker, ja. Oder wir hauen uns gleich alles da rein. Primärangriff erfüllen Max Rüstungsbalken. Erlittener Schaden wird reduziert. Der Rüstungsbalken nimmt dabei allerdings ab. Wir hauen alle 3 Punkte gleich da rein und wie ihr seht, 3 ist die maximale Stufe hier. Jetzt müssen wir halt wieder ein Level aufsteigen, dann könnte man da wieder was nehmen. Mark springt hoch und schmettert bei Aufprall den Boden. Was? Aufprall den Boden, den Gegner Schaden zufügt und sie zu betäuben. Achso, okay. Mark fügt sämtlichen Gegnern, die unter negativen Statuseffekten leiden, zusätzlichen Schaden. So, ja, das ist auch nicht so schlecht. So, dafür brauchen wir jetzt da viele Kristalle. Mal schauen, ob wir die da kriegen. Das sind nämlich schon mal 2 Truhen nebeneinander. So, erhöht kurzzeitig. Ja, okay, gut, nehme ich gerne mit. Auch wenn es unnötig ist. So, hier geht's zum Boss. Das machen wir mal auf, damit wir wissen, okay, gut. Welche Rune kriegen wir da? Ja, nehmen wir gerne mit, warum nicht? Heiltränke wären jetzt aber ein absoluter Hit. Steps were taken without regret, for it was never possible to change a destiny unknown. War falsch. Einer wenigstens, der Lebensenergie fallen lässt. Einer, der Morph fallen lässt. Du wolltest gerade wen rufen, gell? Den können wir gleich mal aktivieren. Vielleicht kommt noch wer. Da, ein paar Skorpione. Besser als nix. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Ja, das war's. Das war's tatsächlich. Oben ist noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein Ei. Ja, okay, gut. Wir sind fertig mit der Dungeon. Mehr kann ich nicht tun. Das hätte ich gern nochmal aufgemacht. Aber ja, was soll's. Wir schauen nochmal ganz kurz drauf. Aber es sollte eigentlich passen. Karte? Nein, das war's. Okay. Die Events werden immer weniger. Ich glaube, Artefakte haben wir auch schon alle. Das heißt, ja. Mit den anderen Charakteren braucht man das zwar eigentlich nicht mehr machen, aber ich mach's trotzdem. Damit sie auch ein Level kriegen. Natürlich, an Erfahrungspunkte steigern. Und ja, wünscht's mir Glück. Wünscht's mir Glück. Und bei ihm werden wir auch gleich die Wut raushauen. Nämlich der Gegner ist gar nicht einmal so schwach, muss ich sagen. Er haltet viel aus. Seine Verteidigung ist sehr, sehr hoch. Ja, 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 ja. Komm her da. Gehen wir's an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir kriegen einen Kristall noch. Warum auch immer wir den jetzt noch kriegen. Aber mir soll es recht sein. Um Gottes Willen. Alles gut. Hauptsache ich krieg meinen Morph. Gott sei Dank. Wie viel haben wir? Nicht so viel wie vorher, aber ja. Wir können auf jeden Fall uns aufwerten. Ab geht's nach Hause, Marc. Rüstung wäre gut, wenn wir da nochmal Geld reingeben. Und jetzt waren wir nur 17 Minuten da drinnen. So viele Events, die einfach wegfallen, weil wir die Dungeon einfach zu oft gemacht haben, fallen jetzt einfach weg. Das heißt, umso schneller kommen wir durch die Dungeon durch.
Vorher haben wir eine halbe Stunde gebraucht, jetzt brauchen wir nur noch 17 Minuten. Das ist super. Ab geht's nach Hause. Kommt irgendwas? Ja, eine Geschichte am Tisch anscheinend. Da tun wir gleich interagieren. They had no cure for Mary's illness yet, and she was deteriorating. Kevin wanted to know whether the other monks in the monasteries of the forests could be of any help, but Mark had seen many of them slaughtered. The only way is their mission. The trees that carried the medicine must be somewhere in Old Berahat. Okay. Entweder macht mir das Spiel jetzt Druck oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall den Schaden tun wir jetzt mal raufhauen. 2944 bleiben übrig. Mir würden nämlich noch zwei Charaktere fehlen. Aber das bedeutet ja jetzt nicht, dass ich das jetzt da... Ich weiß nicht. Ich könnte jetzt natürlich runtergehen. Und die dritte Dungeon schaffen, damit ich mal die Heilkräuter für Mary bekomme. Oder wir machen einfach ganz regulär weiter. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das Spiel halt wirklich will, ob ich das mache. Das ist halt das. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Countdown gibt. So oft darfst du sterben, so oft darfst du leveln und so etwas, aber du musst trotzdem vorankommen. Aber er hat schon gesagt, es wird schlimmer. Deswegen würde ich mal sagen, wir beenden hier den Part und hauen uns gleich mal hier in die Ruine von Barahut. Werde ich jetzt einmal reingehen, auch mit Mark, nämlich der ist am schnellsten. Und der hat auch diese Kräutermedizin halt da gelernt. Vielleicht bringt sich das irgendwas, damit wir das gleich finden, ich weiß es nicht. Aber wir werden das schon irgendwie machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, tschüss, Baba, euer Herzfehler.